diesem Tutorial möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einer Landschaftsaufnahme mehr Tiefe geben. Zuerst suchen wir mit Hilfe des Verwalters nach unserem Bild. Ich klicke hier auf weitere Ordner durchsuchen. In einem Ordner namens Landscapes. Ich klicke also auf diesen Ordner. Er wird dann der Ordnerliste im Verwalter hinzugefügt. Das Pluszeichen zeigt uns, dass sich hier weitere Unterordner befinden. Das gewünschte Foto ist im Ordner New Images. Es handelt sich um das Foto mit dem Boot hier rechts. Ich ziehe das jetzt einfach auf den Arbeitsbereich. Ich schließe jetzt mal den Verwalter, den brauchen wir nicht mehr. Und auch das Lernstudio, das schließe ich auch. So, nun kann ich dieses Fenster vergrößern. Ich klicke dazu auf Bild und Fenster anpassen. Das Bild wirkt ein wenig ausdruckslos und flach und der Horizont fällt leicht nach rechts ab. Ich möchte diese beiden Probleme nun korrigieren. Ich korrigiere zuerst den Horizont. Dazu klicke ich auf das Ausrichtungswerkzeug. Es wird eine Ausrichtungslinie angezeigt. Wenn ich nun das linke Ende auf dem Horizont platziere und dann auch das rechte Ende, dann sehen wir, wie der Horizont nach links abfällt. Sobald ich auf den Button Übernehmen klicke, wird das Bild gedreht. Aber wir haben nun diesen gelben Rand um das Bild, was ich ja nicht will. Er wird durch die Hintergrundfarbe hervorgerufen. Also mache ich den Vorgang rückgängig und aktiviere die Option Bild beschneiden. Dies bewirkt, dass das Bild automatisch beschnitten und unerwünschte Ränder automatisch entfernt werden. Ich verschiebe nun das Bild nach links. Ich möchte die Tonalität des Bildes ändern. Dazu gehe ich zu Anpassen, Helligkeit und Kontrast und klicke auf Niveaus. Für alle in der Palette Niveaus vorgenommenen Änderungen kann eine Vorschau angezeigt werden. Ich aktiviere dazu die Option Bildvorschau. Darunter sehen wir die Vorher- und Nachher-Anzeige. Weiter unten ist ein Histogramm. Sie sehen, das Histogramm ist recht flach. Das bedeutet, dass das Bild eher flach ist. Das Bild wird dunkler, wenn wir den dunkelsten Punkt ein bisschen nach rechts verschieben und indem wir die helleren Bereiche aufhellen, können wir den Kontrast leicht erhöhen. Ich übernehme diese Änderungen und klicke dazu auf das OK. Mit der Anpassung der Niveaus konnte ich dem Bild ein bisschen mehr Ausdruck geben. Wir können dies jedoch noch verbessern. Ich vergrößere das Fenster, um ausgewählte Bereiche des Fotos nachzubelichten. Wir benutzen dazu den Überbelichtungspinsel. Ich lege zuerst die Pinselgröße fest. Ich wähle einen Wert um die 200 Pixel und für die Deckkraft wähle ich etwa 20%. Nun können wir einzelne Bereiche gezielt nachbelichten. Sie können ruhig zweimal über den gleichen Bereich fahren, solange Sie die Maustaste angeklickt halten, wird die Änderung auf eine 20% Erhöhung beschränkt. Wenn Sie die Maustaste loslassen, werden weitere 20% hinzugefügt. Sie können einen Bereich so gezielt aufbauen. So, ich füge hier oben noch ein bisschen Dunkelheit hinzu und arbeite mich so durchs Bild. Es ist ein bisschen eine Frage der Übung, aber durch Drücken der Steuerungstaste und Z-Taste können Sie Fehler jederzeit rückgängig machen. Ich füge auch hier unten noch ein wenig mehr Dunkelheit hinzu. Ich benutze für dieses Tutorial ein Wacom-Tablet. Es macht einem das Leben wirklich einfacher. Es gibt auch eine schnelle Methode, um die Pinselgröße zu verändern. Halten Sie dazu die Alt-Taste gedrückt und bewegen Sie den Mauszeiger nach oben bzw. nach unten. Die Pinselgröße wird entsprechend vergrößert oder verkleinert. So können Sie sehr präzise arbeiten. Ich mache es nun noch ein bisschen dunkler. Die Spiegelung im Wasser scheint immer ein bisschen dunkler zu sein. Ich kann auch Bereiche des Bootes gezielt dunkler gestalten und hier einen dunkleren Bereich hinzufügen. So, das sieht nun nicht schlecht aus. Um einen Bereich aufzuhellen, halte ich die rechte Maustaste gedrückt.
Auf diese Weise wechsle ich zum Unterbelichtungspinsel und kann nun einzelne Teile des Bootes hier aufhellen. Ich denke, das sieht jetzt gut aus. Nachdem ich den Gesamteindruck des Bildes verbessert habe, kann ich nun mit verschiedenen Special Effekten von PaintShop Pro weiter experimentieren. Ein Effekt, den ich Ihnen unbedingt zeigen möchte, findet sich hier unter Fotoeffekte. Es handelt sich um die Zeitmaschine, mit der Sie Fotos in die Vergangenheit reisen lassen können. In einen beliebigen Zeitraum zwischen 1839 und 1960. Es lohnt sich, damit zu experimentieren.